Hey Freunde und willkommen auf meinem Kanal, so funktioniert's. Habt ihr auch das Problem, dass ihr euer Kabel abgeschnitten habt, versehentlich bzw. durchgeschnitten, dann ist das kein Problem, ihr müsst nicht gleich das ganze Gerät bzw. das Stromkabel wegschmeißen. Ich zeige euch, wie ihr aus zwei Teilen wieder ein Teil macht, indem ihr einfach einen neuen Anschlussstecker am Kabel anbringen könnt. Das ist überhaupt kein Problem. Bleibt dran, bis gleich. Ja, also Freunde, wir werden jetzt an diesem Stromkabel hier den Netzstecker tauschen. Wie ihr da vorgeht, kann ich euch ganz einfach erklären. Wenn jetzt, also diesen hier könnt ihr eh vergessen, den kann man wegschmeißen, brauchen wir nicht mehr. Und wir möchten jetzt dieses Stromkabel mit diesem Netzstecker hier verbinden. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Zuallererst mal schrauben wir hier diesen Netzstecker auf. Dazu braucht ihr einfach so einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Dann öffnen wir die Schraube hier. Und dann kann man auch den Stecker hier an diesen zwei Enden rausziehen. Hier haben wir jetzt den Stecker. Also jetzt haben wir die Schraube gelöst, den Stecker rausgezogen. Und jetzt sehen wir hier diese Hülle von hinten. Dieser Schutzgummi hier, der schützt uns hier vor dem Wassereintritt. Da stecken wir jetzt zuerst mal das Kabel hier durch. Denn am Ende wollen wir, jetzt haben wir das mal so aufgezogen hier, so kein Problem. Wir möchten nämlich, dass am Ende hier nicht irgendwelche Drähte rausstehen, sondern so wie jetzt das weiße Kabel hier dicht abschließt mit diesem Gummi, damit hier keine Feuchtigkeit eindringen kann. Also so sollte es dann zum Schluss aussehen. Jetzt müssen wir hier die Abmantelung abnehmen, aber nur so viel, dass wir hier den Neutralleiter, also die einzelnen Phasen hier am Netzstecker dann verbinden können. Welche Seite wo spielt keine Rolle, denn wir können ja den Stecker ja so einstecken oder auch so, also entgegengesetzt, das spielt hier keine Rolle bei diesem europäischen Netzstecker. Von daher kann man hier nicht viel falsch machen. Und zwar werden wir jetzt hier entweder den Neutralleiter oder die Phase einstecken auf diesen Seiten, und hier in der Mitte kommt der Schutzleiter hinein, der gelb-grüne Draht, Freunde. Ich zeige euch gleich, wie ich das mache. Das ist der Abziehschutz, also hier wird das Kabel eingeklemmt, damit es nicht durchziehen, wenn man sagt ja immer, man darf das Kabel nicht am, beziehungsweise den Stecker nicht am Kabel rausziehen, denn sonst könnt ihr die Phasen hier abreißen und dann ist der Stecker auch defekt. Also diesen könntet ihr natürlich wieder reparieren, aber wenn ihr einen anderen Stecker habt, wäre dieser kaputt. Und damit das hier noch zusätzlich fixiert ist, klemmt man hier das Kabel dann so ein und dann wird das nochmal schön gehalten, damit hier nichts passiert. Das können wir jetzt mal in der Zwischenzeit abschrauben. Mache jetzt mal, damit wir hier genügend Platz haben. So, zieht das weg. Jetzt nehmt ihr euer Stanley-Messer her oder, wenn ihr habt, so einen Abmanteler. Das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Der ist ganz praktisch, da müsst ihr einfach so das Kabel reinlegen und dann zusammendrücken, drehen und abziehen. Mehr nicht, das wäre der ganze Zauber. Jetzt müsst ihr aber hier aufpassen, damit ihr nicht zu viel abmantelt. Es sollte einfach so sein, damit wir die einzelnen Phasen dann hier verbinden können. Denn am Ende hier am Netzstecker sollten ja die Phasen dann nicht ungeschützt rausstehen. Deshalb werden wir jetzt schauen, ich muss mit diesen Kabeln hier bis hierher kommen. Das heißt,
da wird jetzt das Kabel dann eingeklemmt, ungefähr hier. Oder hier werde ich jetzt mal abmanteln. Das machen wir jetzt mal. Ich zeige mal, wie ich das gemeint habe. So, zack, und schon ist das Ganze erledigt. Also richtig angenehm hier. Und wir haben jetzt schon die einzelnen Phasen hier vor uns. Hier haben wir den Neutralleiter, die Phase, also den stromführenden Draht und den Schutzleiter. So Freunde, wenn wir das Ganze jetzt abgemantelt haben hier, also das dicke Rundkabel, dann müssen wir jetzt noch etwas beachten. Den Schutzleiter, den wir dann hier verbinden in der Mitte, den lassen wir immer etwas länger wie diese anderen zwei Phasen, die Neutralleiter und die Phase, denn falls in einem Störfall das Stromkabel abgezogen wird bzw. getrennt von diesem Stecker hier, dann löst sich der Schutzleiter erst am Schluss des ganzen Abrisses und somit ist ein Erdungsschutz für euch gegeben, bzw. wenn das Kabel hier abreißen sollte, kommen zuerst die stromführenden Kabel aus der Halterung und erst zum Schluss das Erdungskabel. Das ist ein ganz wichtiger Sicherheitsfaktor, deshalb werden wir jetzt diese zwei hier etwas einkürzen, so dass der Schutzleiter, so wie jetzt, einfach der längste von allen drei ist, der grün-weiße Schutzleiter. Könnt ihr jetzt wieder euer Stanley-Messer nehmen, wenn ihr wollt, und natürlich hier den Draht leicht anritzen, hier so rundherum fahren und dann mit dem Nagel abziehen. Nicht zu weit, denn ihr solltet den Kupferdraht hier nicht beschädigen. Wenn ihr zu weit geschnitten habt, dann müsst ihr das Ganze einfach wiederholen. Dann schneidet nochmal das ganze Kabel ab. Fangt zuerst wieder mit dem weißen an und dann langsam mit diesem. Ich habe mir jetzt wieder so ein Werkzeug hier gegönnt. Das verlinke ich euch ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Darüber habe ich schon Videos gemacht. Ebenfalls verlinkt in der Beschreibung, wie die genau funktionieren und was man beachten muss. Hier kann man nämlich genau einstellen, wie weit das Kabel abgemantelt werden soll. Ich stelle jetzt hier mal 9 mm ein. So, 9 mm. Dann nehmen wir mal den Schutzleiter her, weil den schneide ich sowieso ab. Dann zeige ich euch das so. Jetzt könnt ihr das Kabel hier einfach reingeben bis an die gelbe Stelle. Und zusammendrücken, zack, jetzt haben wir schon das Kabel abgemantelt. Das ist natürlich eine sehr einfache Lösung. Wenn man sowas öfter machen muss, ist das schon angenehm, so ein Werkzeug, als wie hier mit umständlich mit dem Cuttermesser rumzufummeln und dann wieder die halben Leitungen zu beschädigen. So, dann werden wir wieder unsere Kabel hier abisolieren. Dazu nehmen wir jetzt unser Hilfsmittelchen oder ihr nehmt euer Stanley-Messer und müsst das halt so einritzen hier rundherum. Das geht natürlich auch, wenn man jetzt hier nicht so eine Übung hat wie ich, ist das ein wenig schwieriger. Wenn man es natürlich jeden Tag macht, dann geht es einfach, aber wie wir sehen, es hat geklappt. Dann ziehen wir das Ganze jetzt einfach ab. Wenn es dann mal kommen würde, so jetzt, da, wie wir sehen, hat es auch hier geklappt. So, mit diesem Abmantelungswerkzeug geht es natürlich etwas schneller und einfacher. Von daher würde ich euch echt sowas empfehlen, wenn ihr sowas öfters habt. Das zu Hause zu haben, ist wirklich angenehm. So. Dann werden wir das hier jetzt wieder mal ein bisschen zusammendrehen, hier die einzelnen Litzen. Damit diese nicht auseinanderstehen. Was man noch zusätzlich machen könnte, wäre Adernhülsen verwenden, damit das Ganze Hand und Fuß hat. Die sehen dann so aus. Das wären dann solche kleinen Adernhülsen hier. Die kommen dann auf die Phase bzw. auf den Kupferdraht hier drauf, weil das sind lauter kleine einzelne Drähte und nicht, es gibt nämlich verschiedene, es gibt die dicken Drähte, die sind aus einem Kupferdraht, aus einem dicken, und dann gibt es die einzelnen, vielen kleinen einzelnen Litzen hier, und damit man das schön verbinden kann mit dieser Schraube und das nicht so ein Pfusch ist, könnte man jetzt hier diese Adernhülsen aufstecken und
auf anbringen hier. Das müsste jetzt man jetzt noch verpressen. Das mache ich jetzt mit meiner Adernzange. Da muss man einfach nur zusammendrücken. Dann ist das Ganze fest und man kann es hier dann reinschrauben. Wie gesagt, könnte man hier jetzt Adernhülsen verwenden. Wenn ihr jetzt aber keine zur Hand habt, geht es auch so. Ist auch kein Problem. Jetzt können wir das Ganze hier verbinden. In eine dieser zwei Seiten können wir jetzt den Neutralleiter und die Phase reingeben, also den blauen und braunen bzw. schwarzen Draht. Dazu öffnen wir einfach diese Schraube links und rechts und auch die in der Mitte, denn da kommt der Schutzleiter rein. Ein wenig aufdrehen, wenn sie nicht schon offen ist, dann können wir die einzelnen Phasen hier einfach einstecken. Ich fange jetzt mal mit dem Schutzleiter an, hier in der Mitte. Ich kürze das Ganze ein bisschen ein, denn es sollten keine Kupferdrähte, also diese Litzen hier, sollten nicht aus dieser Halterung rausstehen, sondern innen versinken. So wie jetzt, seht ihr, jetzt ist die schöne grüne Isolierung bündig mit dem Gehäuse. So soll es sein, so verschrauben wir das Ganze jetzt. Fest anziehen, Freunde, dass sich das nicht mehr löst. Und jetzt widmen wir uns unseren anderen zwei Litzen. Spielt keine Rolle, auf welcher Seite, da wir hier auch mit Wechselstrom arbeiten. So, wie wir sehen, haben wir das jetzt schön verbunden hier, die Phase und den Neutralleiter. Hier ist alles schön bündig mit dem Gehäuse. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Und jetzt müssen wir noch die Abreißsicherung hier anschrauben. Diese könnt ihr auch ruhig fest anziehen. Ihr solltet das Kabel nicht übermäßig quetschen. Dennoch sollte es wirklich fest sitzen, damit hier ein Schutz gewährleistet ist und das Kabel sich nicht losreißen kann. Seht ihr, Freunde, jetzt haben wir das Kabel hier schön gesichert und das Ganze ist jetzt verkabelt. Jetzt können wir das Ganze wieder einziehen. Achtet hierbei auf dieses Loch, da kommt natürlich wieder die Sicherungsschraube für den Stecker rein und diese sollten wir auch hier auf der Rückseite des Gehäuses wieder einschrauben und nicht in die Kabel hinein. Deshalb Loch zu Loch und dann können wir das Ganze hier einschieben, zieht das einfach drüber. Die Hülse hier, so, und hier wieder die Schutzkontakte in die Führung des Kunststoffsteckers, so, bis es drinnen sitzt und dann können wir das Ganze wieder einschrauben. Hier können wir noch kontrollieren, ob das Loch auch wirklich über dem anderen Loch ist und dann schrauben wir das Ganze ein. Hier können wir ruhig sehr fest anziehen, kein Problem, nur nicht überdrehen, einfach, dass der Stecker schön fest sitzt. So wie bei mir jetzt, Freunde. Also dieser Schuko-Stecker hier ist auch für den Außenbereich sehr gut geeignet. Und wir haben ihn jetzt perfekt zusammengeschraubt.
Sicher ist er auch und es kann nichts passieren. Seht ihr? Perfekt. So. Ich zeige euch auch noch, dass das Ganze funktioniert hat. Ich stecke jetzt mal das Kabel hier ein. Zack. So. Und dann werde ich euch jetzt mit meinem Duspol-Messgerät werde ich euch jetzt beweisen, dass wir hier Strom drauf haben. Hier werdet ihr es dann gleich sehen. Ich gebe es mal rein hier. Ich muss noch durch die Stecker hier durchkommen. So, wie wir sehen, haben wir hier die 230 Volt anliegen. Was man noch kontrollieren kann, ist den Durchgang von der Phase zum PE. Der ist gegeben. Und auch den Durchgang hier vom Neutralleiter dann zum PE. Hier haben wir keinen Strom, aber Durchgang. Das heißt, wir haben es richtig angeschlossen, Freunde. Perfekt. Was will man mehr? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Freunde, wenn euch das kurze, knackige Video gefallen hat zum Thema Netzstecker auswechseln, dann würde ich mich natürlich über ein Like und einen Kommentar freuen und vergesst auch nicht kostenlos zu abonnieren, denn damit könnt ihr mir weiterhelfen und ich freue mich schon auf euch in einem neuen Video wieder. Bis bald, macht's gut, ciao.